Wo bist du denn zu Hause? Wenn man kleine Kinder fragt, dann geben sie einem oft zur Antwort, na, bei meiner Mama oder bei meinem Papa. Wenn wir älter geworden sind, erwachsen sind, dann antworten wir auf diese Frage oft, na, hier in dieser Stadt in Heidelberg oder wo wir uns gerade befinden und aufhalten. Wenn man es global betrachtet dann noch sehen will, dann sagen wir oft, na, in Deutschland oder in der Heimat da, wo ich eben herkomme oder wo ich momentan lebe. Aber immer verbinden wir mit dem Zuhause den momentanen Lebensmittelpunkt, an dem wir uns aufhalten und wo wir leben. Wenn ich jetzt aber bei dieser einfachen Frage nicht locker lasse und nachfragen würde, ja, aber jetzt mal abgesehen von dem, wo du wohnst und wo du lebst, wo ist dein wirkliches, dein echtes Zuhause? Da, was dein Leben wirklich ausmacht, wo bist du beheimatet? Dann wird aus dieser einfachen Frage gleich eine viel schwerere. Denn dann heißt sie, wo bist du mit dem und mit deinem Leben, mit dem, was dich ausmacht, aber auch mit dem, was du durchmachst? Wo bist du mit dem allen behütet und beheimatet? Wo bist du damit erfüllt und ausgefüllt? Wo bist du damit gehalten und auch getragen? Was würdest du antworten wollen auf diese Frage? Wo bist du zu Hause? Ganz interessant, Jesus hat diese Frage einmal mit seinen Jüngern bewegt. Allerdings hat er diese Frage nicht gestellt, aber er hat das Thema bewegt. Es war an jenem Abend, als Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen war. Als er das letzte Mal, das Passamahl, mit ihnen gefeiert hatte. Als er den Jüngern die Füße gewaschen hatte und einen Liebesdienst getan hatte und er selbst schon den Tod vor Augen hatte. Und er den Jüngern seinen Abschied erneut, unwiderruflich angekündigt hat. Schwierige Lebensphase für die Jünger, tiefer Einschnitt, aber auch für Jesus selbst. Ein Einschnitt, ein Umbruch. Ich las diese Tage, nennen wir sie Corona-Tage, ich las in diesen Tagen von jemandem, der persönlich Folgendes geschrieben hat. Wenn ich die Welt nun so betrachte aus meiner Perspektive und wie sie aus meiner Sicht immer mehr aus den Fugen gerät, dann scheint es mir, als wäre es 5 vor 12. Der Terrorismus, die Kriege und dann die globalen Schwierigkeiten, Klimawandel, Corona-Pandemie. Und weißt du was, schreibt er dann weiter, ich habe Angst davor, dass es 12 wird. Ich habe Angst davor, dass es 12 wird. Ähnlich mag es vielleicht den Jüngern gegangen sein. 3 Jahre lang waren sie mit Jesus Tag und Nacht zusammen. 3 Jahre lang war Jesus ihr Zuhausegeber. Und das ist das Thema heute auch. Jesus ist der Zuhausegeber. Aber jetzt bricht alles weg oder es spitzt sich alles zu. 5 vor 12. Wir sind wieder auf uns selbst zurückgeworfen und das macht mir, das macht den Jüngern Angst. Wo bin ich in dieser unsicheren Welt, wo Dinge wegbrechen, die wir vorhin Halt gegeben haben, wo bin ich da noch wirklich zu Hause? Mir ist es diese Tage nachgegangen, diese Aussage, ich befürchte, es ist 5 vor 12 und ich persönlich habe Angst, es wird 12. Und da hinein, in diese Welt der Jünger, auch in unsere Welt, so voller Ängste, Sorgen und Unsicherheit, spricht Jesus wegweisende Worte. Worte, die uns den Weg weisen können durch diese schwierigen Zeiten hindurch. Worte, die uns Orientierung geben. Und wir lesen aus Johannes 14 die ersten 6 Verslein und ein erster Impuls dazu. Ihr könnt es mit dem nächsten Bild verfolgen. Da hören wir von Jesus zunächst eine trostreiche Aufforderung. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Hier handelt es sich um eine trostreiche Aufforderung, die Jesus seinen Jüngern gibt, die ja 2 Stoßrichtungen hat. Die eine Stoßrichtung, habt keine Angst, euer Herz erschrecke nicht. Und die andere Stoßrichtung lautet, vertraut weiterhin Gott, dem Vater und auch mir. Glaubt an Gott und vertraut mir. Das Wissen, das Erfahren und das erleben wir ja auch. Gründe zum Erschrecken gibt es in dieser Welt wirklich viele. Anlässe, sich zu ängstigen, gibt es wie Sand am Meer. Das brauchen wir nicht länger auszuführen, das ist uns präsent. Aber Jesus Christus ist das auch präsent, dass er 3 Jahre lang Zuhausegeber für die Jünger war
und dass er jetzt ihre Angst merkt. Und er sagt später noch in diesen Abschiedsreden, ich weiß es, in der Welt habt ihr Angst. Und ich füge hinzu, habt ihr berechtigterweise Angst. Aber seid getröstet, ich habe die Welt überwunden. Ich möchte uns eine Frage mitgeben heute Morgen. Was meinst du, was meint ihr, was hilft wirklich gegen Angst? Schon vor Jahren hat sich mir einmal etwas tief eingeprägt, das hier mit dem nächsten Bild zu zeigen ist und zu sehen ist. Angst wird letztlich nicht durch Appelle zum Mut haben überwunden, sondern durch erfahrene Liebe, der ich vertraue. Angst haben wird letztlich nicht durch Appelle zum Mut haben überwunden. Und seien die Appelle von außen an mich herangetragen oder auch wenn ich sie von innen herauf aufbaue. Sie können ein Stück weit vielleicht schon helfen, sich zu überwinden, aber letztlich können Sie die Angst nicht besiegen. Die Angst zu besiegen, die Angst zu überwinden, geht letztlich nur durch eine Liebe, die ich erfahren habe und der ich deshalb weiterhin vertrauen will und vertrauen kann. Ihr könnt selbst einmal darüber nachdenken, ob das stimmt, was hier vorne steht und ob es sich so verhält. Aber eins ist klar. Wenn die Jünger etwas in diesen 3 Jahren mit Jesus erfahren haben, dann doch dieses, dass der Herr sie bedingungslos liebt und dass sie ihm vertrauen können. Und ich denke, an diese Erfahrung knüpft Jesus Christus an, wenn er sie nun trostreich auffordert und auch uns auffordert. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, den Vater, und vertraut auch weiterhin mir. Überwindet die Angst durch die Liebe, die ich, Jesus, zu euch habe. Besiegt die Angst durch die Liebe, die Gott, der Vater, zu euch hat und schon erwiesen hat. Darauf könnt ihr bauen, darauf könnt ihr vertrauen, daran solltet ihr glauben. Dabei ist allerdings etwas wichtig. Dieser Glaube, zu dem wir jetzt herausgefordert werden, ist nicht eine Art, ich nenne es mal so eine Art religiösen Zuckerguss, den ich einfach über meine Gebäcke der Ängste und der Befürchtungen drüber streiche oder um sie zu überdecken. Ich weiß noch, als wir mit den Kindern immer so eine Weihnachtsbäckerei hatten, als sie noch kleiner waren, nicht, dann sind manche Plätzchen etwas dunkler ausgefallen oder um nicht zu sagen schwarz. Und dann war manchmal so die Möglichkeit oder hat man überlegt, machen wir jetzt einfach nur so einen Zuckerguss drüber, dann sieht es ja wieder gut aus. Aber dadurch werden die Plätzchen ja nicht besser. Die schmecken auch nicht besser. Der Glaube ist nicht nur eine Art religiöse Zuckerguss über den Ängsten und Befürchtungen, die wir haben. Der Glaube schützt uns auch nicht vor Schwierigkeiten und Widrigkeiten, aber er gibt uns eine feste Zuversicht, weil er diese Angst durchdringen will, weil er diese Angst durchgehen will durch diese Angst. Und deshalb gibt er uns eine feste Zuversicht in allen Widrigkeiten. Warum das so ist? Weil Jesus Christus nicht nur für seine Jünger, sondern auch für uns heute weiterhin der Zuhausegeber sein will und kann. Ein Zuhausegeber, der was mein irdisches Leben ausmacht und mit dem, was du durchmachst in diesen Tagen, dich behütet und dich beheimatet, dich erfüllt und ausfüllt, dich hält und trägt. Warum? Weil er dich liebt. Ich habe dieser Tage noch mit jemandem telefoniert, der vor kurzem die Diagnose Krebs erhalten hat. Und ich war erstaunt zu hören, wie diese Person gesagt hat, ja, das hat mich natürlich ungemein getroffen. Und es hat mir erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber ich fühle mich gehalten und getragen in der Liebe Gottes. Da dachte ich, ja, Jesus ist dein Zuhausegeber, auch in schwierigen Zeiten. Und wenn das für die Jünger gilt, dann gilt es doch auch für uns. Wollen wir das einmal festhalten? Das wahre irdische Zuhause, ihr Lieben, das wahre irdische Zuhause haben wir nicht an einem Ort. Und wir haben es auch nicht in einem Land oder in einem Landstrich. Und auch nicht als Häuslebauer, wenn wir unsere Eigenheim noch so schön architektonisch gestalten. Das echte irdische Zuhause finden wir in der Beziehung zu einer Person, in der Liebe und in dem Vertrauen zu einer Person mit Namens Jesus Christus. Ich habe in der Vorbereitung zur Predigt auch ein klein wenig über Petrus nachgedacht. Weil ich dachte, Petrus ist ja so ein Häuslebauer gewesen, nicht so ein echter Schwabe. Schaffe, schaffe, Häusle bauen.
Es wird berichtet in Matthäus 8, Vers 14, dass er ein Haus hatte. Da war die Schwiegermutter krank. Jesus ist in das Haus von Petrus gekommen. Später beim Berg der Verklärung möchte er diesen wunderschönen geistlichen Moment festhalten und eine Hütte bauen lassen. Hier wollen wir bauen. Petrus war doch in gewisser Weise auch ein Häuslebauer. Aber er lernte, das wahre Zuhause hier auf Erden baue ich nicht aus Material, sondern aus der Beziehung zu Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Das galt es nicht nur für Petrus zu lernen, nicht nur für die Jünger, sondern das gilt es auch für dich und für mich, immer wieder neu zu entdecken und darauf das Leben abzustellen. Solche Zeiten wie diese, die Corona-Zeiten, können uns hierbei nicht nur helfen, sondern uns auch neu herausfordern, das zu beherzigen, was Jesus hier sagt. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, den Vater, weiterhin, und vertraut mir, eurem Zuhausegeber. Unterschätzen wir es nicht, wie bedeutsam es ist, Jesus zu vertrauen, wie wertvoll es ist, auf ihn zu bauen. Ich kann nur sagen, in diesen Zeiten investiere in die Beziehung zu Jesus Christus. Er ist ein wahrer Zuhausegeber auf dieser Erde. Aber jetzt enthüllt uns unser Gotteswort heute Morgen noch eine weitere Kostbarkeit für dein und für mein Leben. Jesus ist nicht nur der Zuhausegeber für das irdische Leben, sondern er ist auch der Zuhausegeber für das zukünftige Leben über diesen Tod hinaus. Und dazu gibt Jesus uns ein klares Versprechen. Das wäre der zweite Gedanke, der zweite Impuls. Ein klares Versprechen. Wir lesen in unserem Predigtext, Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, ihr Lieben, euch die Stätte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Vielleicht mal vorneweg. Die Liebe Gottes zu seinen Kindern, die Liebe Jesus zu seinen Jüngern, die Liebe Gottes zu uns, die hilft Ängste und Nöte in dieser Welt zu überwinden, aber sie reicht auch über dieses vergängliche Leben hinaus. Die Liebe Gottes zu dir und mir macht an unserem Tod nicht Halt. Das zeigt sich an diesem schönen Bild, das Jesus hier gebraucht mit den Wohnungen, nicht? Eine Bleibe wird hergerichtet. Ein Zuhause wird in der Herrlichkeitswelt Gottes, wie auch immer das sein mag in diesem Bild, vorbereitet und ist mir gegeben, weil Jesus es ermöglicht. Wisst ihr, im Sommer letzten Jahres sind meine Frau und ich zum dritten Mal Großeltern geworden. Die kleine Nala kam an einem schönen Juli-Tag auf die Welt. Und ich sehe es nicht nur durch die Opa-Brille, ich muss wirklich sagen, es ist ein wunderschönes Kind geworden. Und man fragt sich so in unserer Familie, was hat jeder so dazu beigetragen, dass es so schön werden konnte? Aber noch schöner war für uns Großeltern zu sehen, wie meine Tochter und der Vater des Kindes das Kinderzimmer hergerichtet haben. Mit so viel Elan, mit so viel Einsatz, mit so viel großer Freude, mit einer Fröhlichkeit. Da war kein Weg zu weit, da war keine Arbeit zu schwer. Möbel kaufen, Tapete aussuchen, streichen, Bilder an die Wand hängen, Wäsche sortieren, was man alles so braucht. Bis ins Detail war alles gut vorbereitet. Ein Zuhause geschaffen für den neuen kleinen Erdenbürger, der da kommt. Alles zeugt davon, du bist herzlich willkommen. Alles ist zum Besten vorbereitet. Unsere Liebe zu dir ist riesengroß. Und wisst ihr was? Wir fühlten uns als Großeltern zurückerinnert an 25, 30 Jahre zuvor, als unsere vier Kinder in unsere Familie gepurzelt sind. Wir haben es so ähnlich gemacht. Und ihr macht es doch sicherlich auch so ähnlich, wenn ihr zurückdenkt an eure Kinder oder wenn ihr gerade werdende Eltern seid. Also wenn schon wir Eltern, weil wir unsere Kinder lieben, ihnen ein gutes Zuhause ermöglichen wollen, so gut es geht. Wie viel mehr wird Gott selbst, der uns liebt, uns ein gutes Zuhause vorbereiten für das Leben danach. Wir schaffen es, dass kleine Erdenbürger ein schönes Zuhause bekommen. Jesus schafft, dass wir Himmelsbürger ein ewiges, schönes Zuhause haben werden. Und beides. Sowohl bei uns Eltern als auch bei Gott. Beides macht die Liebe möglich. Ich werde erwartet. Da wird mir ein Platz bereitet. Dem ich viel bedeute, der will mit mir sein. Und ich darf bei dem sein,
dem ich wertvoll bin. Da kann ich gut leben, da kann ich aufleben, da kann ich ausleben. Tolle himmlische Aussichten, oder? Also noch ein Fazit, halten wir auch das noch fest an dieser Stelle. An die Person Jesu Christi ist nicht nur das wahre irdische Zuhause gebunden, sondern auch dein himmlisches Zuhause in der Herrlichkeitswelt Gottes. Das heißt, in Zeiten wie diese, wo das Zukünftige so neblig, so undurchsichtig ist, keiner weiß, wie die nächsten Wochen werden, was uns noch alles erwartet, was noch alles kommt. Für die Jünger Jesu und für uns liegt das Ziel unseres Lebens nicht im Nebel. Das Ziel unseres Lebens liegt auch nicht in irgendeinem Nirvana. Es liegt auch nicht unter der Erde und es liegt nicht im Tod. Das Ziel unseres Lebens liegt im himmlischen Vaterhaus, das Gott für uns bereitet mit vielen Wohnungen. Und wer sagt uns dies zu? Ich finde auch das ist nochmal wichtig. Kein geringerer als Jesus Christus selbst, der aus der Herrlichkeitswelt Gottes kommt, auf dieser Erde war, nun in der Herrlichkeit Gottes weilt und einmal sagt, er wiederkommen wird, um uns dorthin zu holen. Wenn Jesus das sagt, dann wird es so sein, nicht wahr? Paulus hat es bekräftigt. Er schreibt bei den Philippern, unser Bürgerrecht ist im Himmel und von dort erwarten wir Jesus, den Retter, dass er kommt. Im Hebräerbrief heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Lass es uns das neu beherzigen in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir stehen. Jesus ist der Zuhausegeber für die Zeit hier auf Erden, aber auch für die Ewigkeit, einmal im Vaterhaus Gottes. Und jetzt noch ein letztes für heute Morgen. Damit das auch so ist und damit auch so werden kann und kommen kann, hat Jesus auch den Weg dorthin bereitet. Hat er einen beschwerlichen Weg auf sich genommen. Und er sagt zu seinen Jüngern, den Weg dorthin kennt ihr. Aber so ganz klar scheint es den Jüngern nicht gewesen zu sein. Denn Thomas meldet sich zu Wort und fragt nach. Und Jesus, er schafft eine deutliche Klärung in dieser Sache. Das ist der dritte Punkt, der dritte Impuls für heute Morgen. Eine deutliche Klärung. Spricht zu ihm, Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg also wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Den meisten von uns sind diese Worte Jesu wohlvertraut. Aber stell dir nur einmal vor, die Elternliebe, deine Elternliebe, hätte ein wunderschönes Kinderzimmer hergerichtet, aber der Weg zu diesem Kinderzimmer wäre verbaut und du könntest den Weg zu diesem Kinderzimmer nicht ebnen, nicht frei machen. Das Kinderzimmer könnte noch so schön sein, es würde dir nichts bringen. Und dem, den das Kinderzimmer, für den es gedacht ist, ihm würde es nichts nutzen. Stell dir vor, da schafft Jesu Liebe ein tolles Vaterhaus mit vielen Wohnungen für seine Jünger, aber der Weg dorthin ist verbaut, versperrt. Es würde uns nichts nützen. Flüchtlinge können ein Lied davon singen. Der Weg in ein neues Zuhause ist oft versperrt. Der Weg in das alte Zuhause, in die alte Heimat, nicht möglich. Und bei vielen Flüchtlingen endet das in den berühmten drei Ts. Tragisch, traurig und traumatisch. Ihr Lieben, wenn Jesus unser Zuhausegeber sein will, dann gehört der Weg dorthin mit dazu. Und dann schafft er den Weg. Es ist der Weg über das Kreuz und ans Kreuz. Und die Liebe Gottes macht diesen Weg möglich. Und genau darauf zielt die Aussage Jesu, wenn er sagt, ich bin der Weg, weil es mir wichtig ist, dass du ein Zuhause findest. Ich bin die Wahrheit und was ich sage, darauf kannst du bauen und dich verlassen. Und ich bin das Leben, der Tod kann uns nichts anhaben und dir auch nicht. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dafür stehe ich, sagt Jesus, dafür lebe ich, dafür komme ich einmal wieder und dafür hole ich dich zu mir. Fassen wir unser heutiges Gotteswort doch mal zusammen mit dem nächsten Bild. Jesus ist der Zuhausegeber. Eine trostreiche Aufforderung gibt er uns mit. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an mich, glaubt an Gott. Ein klares Versprechen für die zukünftige Herrlichkeit und eine deutliche Klärung, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich möchte es noch klein wenig, wenn du jetzt vielleicht die letzten 20, 25 Minuten nicht so konzentriert aufmerksam mäßig dabei sein konntest, warum auch immer.
Aber dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, dass du in den nächsten 3 Minuten die Predigt kompakt für dich noch einmal visuell vor Augen hast. Und deshalb diese kleine Botschaft nochmal auf der Flipchart. Johannes 14, 1 bis 6, die Jünger. Die Jünger sind verängstigt, ein Einbruch, Einschnitt in ihrem Leben. Es wird sich vieles verändern. Jesus, der Zuhausegeber für 3 Jahre lang, wird weg sein. Was wird es aus unserem Leben machen? Neblig die Zukunft, Ungewissheit, Fragen und Ängste aller Orten. Und Jesus Christus sagt, ich weiß, dass du Angst hast, berechtigte Angst. Aber sei getrost, ich habe diese Angst, ich habe die Welt mit ihrer Angst überwunden. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, und er macht es deutlich, ich bin dein irdischer Zuhausegeber. ZG, Zuhausegeber. Ich bin dein irdischer Zuhausegeber. Vertrau mir weiterhin. Meine Liebe bringt dich durch. Meine Liebe hält dich. Und dann ist es Jesus aber auch wichtig, den Blick für die Ewigkeit zu weiten. Und ich glaube, wir tun gut daran, gerade auch in schwierigen Zeiten, immer wieder nicht nur den Blick auf unser irdisches Leben zu haben, sondern den Blick auf die Ewigkeit zu haben, die auf uns wartet und wo Jesus sogar sagt, da bereite ich etwas Wunderbares für uns vor. Ich bin der ewige Zuhausegeber und es wird dort viele Wohnungen und ein schönes himmlisches Vaterhaus für meine Jünger geben. Jesus Christus, der Zuhausegeber, wie gesagt, dein Zuhause ist nicht gebunden an einen Ort, ist nicht gebunden an Material, ist nicht gebunden an ein Land. Dein Zuhausegeber ist gebunden an Jesus Christus, an eine Person. Ich bin dein irdischer Zuhausegeber, ich bin dein ewiger Zuhausegeber. Und jetzt sind im Grunde die Jünger und auch wir gefragt. Wie wollen wir es halten mit dem erschrockenen Herzen, das Jesus bei uns wahrnimmt, mit den Fragen und den Nöten? Und Jesus würde sagen, glaubt an mich, vertraut mir weiterhin. Ich bin euer gutes Zuhause. Ich habe von Cicero gelesen, römischer Schriftsteller und Politiker. Der wurde einmal gefragt, was ist dein Zuhause, wo ist deine Heimat? Und da hat er diesen kurzen lateinischen Satz geprägt, ubi bene, ibi patria. Wo es dir gut geht, da ist deine Heimat, da ist dein Zuhause. Und ihr Lieben, wir Kinder Gottes, wir können zu Recht sagen, bei Jesus geht es uns gut. Gut für das irdische Leben und gut für die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und weil es uns in Jesus gut geht, ist er unser Zuhause. Wo es dir gut geht, da ist dein Zuhause, deine Heimat. Mit einem Lied wollen wir das Ganze jetzt vertiefen und auch neu ausdrücken. In dem Lied heißt es, meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück. Und dann wird Jesus beschrieben in wunderschönen Worten und das wollen wir jetzt auch als Antwort auf diese Predigt singen und Gott loben. Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück.